Ich habe mit Hilfe von Miss Pompadour Farben unseren dunklen Flur renoviert. Ja, wie ihr sehen könnt, muss man zuerst einmal die Fliesen reinigen. Ich habe dafür zum Reinigen von Miss Pompadour verwendet und alles schön gründlich geputzt. Danach habe ich alles abgeklebt mit dem Klebeband, so dass die Farbe nicht an die Wände gelangen kann. Dann habe ich zum Halten aufgetragen. Das ist ein toller Untergrund, damit alle Farben auf Fußböden besonders lange halten, und habe davon tatsächlich 2 Schichten aufgetragen. Sicher ist sicher. Als nächstes hatte ich mich für die Farbe Grau mit Leinen als Untergrundfarbe entschieden. Ich finde, es ist ein sehr schöner, warmer Ton, der aber auch dezent ist und den ganzen Flur trotzdem ein bisschen aufhellen sollte. Auch diese Farbe habe ich 2-mal aufgetragen. Das sah auch schon richtig schön aus, so hätte man es auch direkt lassen können. Ich habe mich aber dafür entschieden, mit der Folie von Miss Pompadour noch ein bisschen Highlights in Form von einem floralen Muster aufzubringen. Dafür habe ich Weiß mit Schmelz verwendet und diese Farbe dann mit der Folie auf die Fliesen aufgetragen. Wichtig ist, dass man die Farbe immer erst schön abtupft, so dass man nicht zu viel Farbe auf einmal aufträgt, und dann in tupfenden Bewegungen das Muster nachmalt. Das ging richtig gut. Ich habe es mir viel schwieriger vorgestellt. Und wenn ich jetzt die Folie abziehe, sieht man, wie wunderschön es einfach aussieht, oder? Dann habe ich das Ganze noch mit zum Versiegeln versiegelt, damit die Oberfläche auch schön lange gut aussieht. Vorher nochmal alle Fusseln entfernt und schön abgesaugt. Genau, und dann alles gut versiegelt. Die Oberfläche ist dadurch richtig schön ebenmäßig geworden. Und ja, ich hoffe, dass das tolle Muster mir ganz, ganz lange erhalten bleibt. Wie ihr sehen könnt, bin ich einfach richtig happy mit dem neuen Flur. Und es ist einfach ein ganz anderer Raum, oder?